Der Tag beginnt mit News. Herzlich willkommen. Hier ist News Live. Guten Morgen, es ist Mittwoch, der 26. Juni 2024. Darüber spricht Deutschland heute. Es gibt Rassismus gegen deutsche Kinder. Ja, das ist jetzt amtlich und bestätigt von der zuständigen Regierungsbeauftragten Ataman. Nicht die Schlepper, sondern die Politik muss entscheiden, wer nach Europa darf. Diese Aussage stammt vom österreichischen Altkanzler Sebastian Kurz. Gleich hier exklusiv bei News Live. Nächster Schock für Millionen Kassenpatienten. Der Versicherer DAK Gesundheit hat berechnet und zeigt, die Beiträge werden explosionsartig steigen. Und diese Themen werden wir heute Morgen besprechen mit unseren sensationellen News-Reportern. Pauline Voss, grüß dich Pauline, schön, dass du da bist. Guten Morgen, freue mich mal wieder hier zu sein. Und ich freue mich auf Julius Böhm. Hallo und hallo. Das wird eine schöne Stunde mit euch. Ich bin Alex Purucker, herzlich willkommen. Freue mich, nach zwei Tagen wieder zurück hier im Wohnzimmer zu sein. Zwei Tage, die ich nicht hier war. Und mit Ihnen und mit euch gemeinsam die Dinge zu besprechen, über die andere eben nicht sprechen. Das machen wir auch in den nächsten 60 Minuten. Aber bevor wir loslegen, hier ein kurzer Schmankerl von der Fußball-EM. Die Österreicher gewinnen 3:2 gegen die Niederlande in Berlin und zeigen, sie können jubeln. Und vor allem Gratulation nochmal, also für diesen wirklich Weltklasse-Humor der Österreich-Fans auf dem Weg ins Berliner Olympiastadion. Schauen und hören wir hier mal rein. Ja, wir haben es gehört, es war eindeutig, was Sie da gesungen haben. Ja, Pauline und Julius, könnte das vielleicht auch der neue Slogan für die Deutsche Bahn sein? Ich meine, mit ein bisschen Humor wäre das ja möglich. Ich hoffe nicht. Und so wie ich die Bahn einschätze, finden Sie es noch kultig, dass Sie zu spät kommen und verwenden das am Ende noch als Slogan. Also lieber nicht, lieber ein bisschen pünktlicher. Ja. Das Schreckliche ist ja, man kann den Österreichern ja nicht mal widersprechen. Sie haben ja einfach einen Punkt. Das ist so ein bisschen so, wenn man zu Hause ist und die Freunde sind da und die Eltern sind so ein bisschen stoffelig und dann freuen sich die Freunde und sagen so, haha, lustig mit deinem Papa immer, aber du musst das ja jeden Tag ertragen. So ist das auch mit der Bahn in Deutschland. Wir haben das jeden Tag zu ertragen. Die Welt lacht über uns. Die New York Times hat ja einen Bericht geschrieben, einen großen, dass in Deutschland das Turnier gut läuft, die Bahn aber nicht und die Ösis haben leider recht. Man kann ihnen nicht widersprechen, man würde am liebsten mitsingen. Ja, das stimmt leider. Ich glaube auch die deutsche Botschaft in Washington hat ja eine Note geschrieben, da ging es ja in eine ähnliche Richtung. Sie haben geschrieben, sinngemäß, wir können nicht bahnen, aber wir können feiern bei der EM. Ich meine, das klingt natürlich lustig, ist aber irgendwo auch ein Armutszeugnis, ganz klar. Ja, harter Cut auf jeden Fall. Nach den lustigen Ösi-Fans kommen wir jetzt zur Kartoffelferda und ihren Aussagen bei der letzten Pressekonferenz. Nun ist es amtlich. Es gibt Rassismus gegen deutsche Kinder. Das bestätigte Ferda Ataman, die Antidiskriminierungsbeauftragte der Bundesregierung, auf eine News-Nachfrage. Ja, bei der Vorstellung des Jahresberichts ihres Hauses wurde auch offensichtlich, dass es immer mehr Meldestellen gegen Antidiskriminierung gibt. Immer mehr Ferdergeld auch für Ferda Ataman. Darüber sprechen wir jetzt bei News Live. Ja, gibt es Rassismus gegen Weiße? Das war eine simple Frage, die unsere News-Reporterin Zara Riffler gestern bei der Bundespressekonferenz Ferda Ataman stellte. Schauen und hören wir hier mal rein. Rassismus, den Begriff wollten Sie ja jetzt nicht sagen. Nochmal kurze Frage, gibt es Rassismus gegen Weiße? Es wird ja weltweit diskutiert, ob es das gibt, auch wegen Vorfälle wie in Südafrika, wo ein linksradikaler Parteichef zum Mord aufruft an Weiße vor jubelnden hunderttausenden Menschen tatsächlich. Deswegen nochmal die Frage, ja oder nein, gibt es Rassismus gegen Weiße? Rassismus ist ein wissenschaftlicher Begriff, der aus meiner, also wenn ich das richtig beobachte, sehr, sehr viele verschiedene Definitionen hat. Deswegen möchte ich mich da begrifflich nicht festlegen. Es gibt Diskriminierung gegenüber Herkunftsdeutschen überhaupt aufgrund der Herkunft. Das gibt es. Und wir wissen natürlich auch von Fällen, wo Kinder, weil sie Deutsche sind, zum Beispiel in der Schule, in einem Klassenzimmer gemobbt werden. Das darf nicht passieren. Und da müssen Lehrkräfte genauso eintreten, also dagegen reagieren, wie bei Rassismus. Ja, Pauline, das war die Antwort auf die Frage von Zara Riffler. Und man hört, wie sich Ferda Ataman gefühlt windet wie ein Aal im Becken. Was kann man hier herausdeuten? Also ich finde ihr Statement bemerkenswert, dass sie immerhin zugibt, dass es Diskriminierung von Deutschen gibt, auch gerade in Klassenzimmern bei Kindern, die davon oft besonders betroffen sind. Das finde ich erstmal bemerkenswert. Ich würde auch sagen, News wirkt.
Also es gibt mittlerweile eine Medienöffentlichkeit, die versucht eben diesem Regierungsnarrativ, dass nur Schwarze diskriminiert werden, ein bisschen zu widersprechen. Und das wirkt sich irgendwann so aus, dass die Regierung auch nicht mehr komplett die Realität in allen Punkten verleugnen kann. Aber natürlich erkennt man hier bei Ferdinand Ataman auch wieder den Versuch, das so ein bisschen einzuschränken, eben nicht das Wort Rassismus zu verwenden, sondern nur von Diskriminierung zu sprechen. Ja, ja, das meinte ich eben mit dem Winden. Man merkt schon, bis zu einer gewissen Grenze geht sie da mit, aber eine gewisse Grenze will sie eben auch nicht überschreiten. Und das Wort Rassismus ist dann offensichtlich eine rote Linie. Das hat sie dann bewusst vermieden, wie du richtig gesagt hast, in diesem Statement. Ich glaube, es ist ganz wichtig, die Zuschauer einmal abzuholen. Du hast es ganz kurz angerissen. Ferda Ataman ist die Frau, die die Deutschen als Kartoffeln beschimpft hat. Also die sozusagen die hier verwurzelten, über Generationen verwurzelten Deutschen als weiße Kartoffeln, ich will sagen, beschimpft hat. Als Antidiskriminierungsbeauftragte. Das war vor ihrer Zeit. Sie wurde dann sozusagen als Adelstitel für diese Beschimpfung zur Antidiskriminierungsbeauftragten. Und sie ist eine von diesen Personen, die eben dieser Critical Race Theory folgen, die besagt, weiß und dunkle Hautfarbe sind gar keine Hautfarben, sondern es sind gesellschaftliche Modelle. Und wir in Deutschland haben intrinsisch, fast schon ohne dass wir es wollen und was dafür können, einen anerzogenen, inkriminierten Rassismus, der in der ganzen Gesellschaft, der sich in allen gesellschaftlichen Ebenen zeigen würde. Das ist sozusagen die Behauptung. Und Gegenstand dieser Critical Race Theory ist eben, dass es diese rückwärtsgewandten Rassismus, nämlich von den Diskriminierten gegenüber den privilegierten Weißen gar nicht geben kann. Und deswegen ist dieser Satz so bemerkenswert, weil sie zum ersten Mal öffentlich zugibt, ja, in Klassenzimmern, sie nennt es jetzt nicht Rassismus, am Ende des Tages ist ja auch egal, ob ich diskriminiert werde oder gehänselt oder gemobbt werde, weil ich eben, keine Ahnung, Max heiße und nicht irgendwie einen ausländischen Namen habe oder anders aussehe. Aber sie belegt und sagt, ja, das passiert, in deutschen Klassenzimmern werden Kids, weil sie Deutsche sind, weil sie deutsch aussehen, von anderen Kindern gemobbt. Und das ist eine wichtige Erkenntnis, die wir schon lange für uns sozusagen getroffen haben, durch Berichte, durch Erfahrungsberichte, Erzählungen von Eltern, Lehrern und so weiter. Und es ist, du sagst, News wirkt, gut, dass auch diese Frau, die ideologisch eigentlich anders eingestellt ist, jetzt öffentlich zugeben muss. Genau. Betonung im Grunde auf muss, weil das alltäglich Erlebte im Grunde das so dermaßen unterstreicht, dass man irgendwann eben auch nicht mehr drauf oder drum herum kommt eben. Und da wirkt, ich muss nochmal drauf eingehen, natürlich auch News, ganz klar, oder auch die Berichterstattung vieler anderer alternativer Medien, die einfach aufzeigen, was hier in Deutschland passiert. Und das ist extrem wichtig. Ja, Rassismus gegen Weiße, da kommt uns natürlich die tödliche Attacke von Bad Oeynhausen in den Sinn. Dabei starb der 20-jährige Philippos. Totgeschlagen von einer südländischen Männergruppe. Bei RTL haben sich die Eltern fassungslos über den Tod ihres Sohnes gezeigt. Und das hören wir jetzt kurz. Ich habe alles versucht. Wir haben jemanden in Beschränkung gesetzt. Auch mir mal auf andere Weise zu retten, weil die Medizin nicht mehr machen konnte. Wir haben gebetet, wir haben was zu berufen. Alle schon gebetet, Freunde. Mein Sohn war der beste Junge der Welt. Er war für alle da, für seine Freunde, für alle da. Und wollte nur seinen Spaß haben mit Mama Abiball, mit seiner Schwester. Tja, diesen Schmerz, der da entstanden ist, den kann wohl niemand so richtig nachvollziehen. Rassismus gegen Weiße. Den gibt es also definitiv, auch wenn die Bundesbeauftragte Ataman das Kind nicht beim Namen nennen will oder möchte, wie wir das heute Morgen schon festgestellt haben. Unsere Newsreporterin Sarah Riffler blieb an dem Thema dran und hakte auch nochmal nach bei der Pressekonferenz. Schauen und hören wir hier mal rein. Eine INSA-Umfrage für News kommt zum Ergebnis, dass fast 2/3 der befragten Deutschen sagen, ja, es gibt nicht nur Rassismus gegen Schwarze, sondern es gibt auch Rassismus gegen Weiße. Deshalb die Frage, liebe Frau Ataman, gibt es auch Rassismus gegen Weiße? Es gibt Diskriminierung gegenüber Deutschen ohne Migrationshintergrund. Und damit haben wir auch jeden Tag zu tun. Das ist, ich würde jetzt mal sagen, die Mehrheit aller Fälle, die bei uns auflaufen, kommen von Deutschen mit und ohne Migrationshintergrund, die Diskriminierung beklagen, sei es aufgrund des Alters, aufgrund des Geschlechts etc., der Merkmale, die im Katalog stehen. Die Frage, ob Menschen aufgrund ihrer ethnischen, also deutschen ethnischen Zugehörigkeit eine Wohnung nicht bekommen oder einen Job nicht bekommen, und das ist ja unser Arbeitsbereich, in dem wir wirken,
Das hat die Beratungsstelle bisher nicht erreicht, dass es solche Fälle gibt. Das hat unsere Beratungstätigkeit noch nicht beschäftigt. Ja, Julius Pferde-Attermann hat gesagt, im Grunde, wenn sie es auch umschrieben hat, dass es Rassismus gegen deutsche Kinder gibt. Ist es nicht ein Fakt, der im Grunde seit Wochen, seit Monaten von der Politik verschwiegen wird, obwohl wir es im Grunde täglich und die Menschen es täglich erleben? Na, die entscheidende Frage ist ja, sprechen wir da wirklich, ist das Rassismus, wenn eine Jugendgang, mit die sich vielleicht aus anderen Ländern, aus Afghanistan und Syrien, wie jetzt zum Beispiel in Gera, hauptsächlich zusammensetzt, ein Kind, das jetzt Deutsches mobbt und verprügelt oder hänselt oder die Klamotten abzieht, machen die das, weil das jetzt ein Deutscher ist und sie die Deutschen doof finden? Oder machen sie das, weil sie halt die Gang sind und das ist das Opfer und es spielt für die erstmal keine Rolle, welchen Pass der hat oder wie auch immer? Vielleicht gibt es da andere Motivationen. Ich weiß nicht, ich will es nicht als Rassismus verschreien, weil ich die Ermittlungen nicht so weit kenne. Aber die, Fakt ist, dass solche Diskriminierungsgruppen existieren, dass sich Gruppen zusammentun und eben daraus Stärke beziehen, dass sie, keine Ahnung, die gleiche Sprache, die gleiche andere Sprache sprechen, daraus ein Zugehörigkeitsgefühl entwickeln und dann über Gewalt Macht auf andere ausüben wollen. Und dass das natürlich Alltag auf Schulhöfen ist, das sehen wir nicht nur an diesen krassen Beispielen und an diesen Videos, die in den letzten Wochen durch die Medien gegangen sind und die viel diskutiert wurden. Das erzählen, wie gesagt, Eltern, das schreibt auch wird auch in den Kommentaren schon geschrieben, das berichten Lehrer, die teilweise Probleme haben, dem Ganzen Herr zu werden, weil auch dann die Eltern wiederum nicht vielleicht den Respekt gegenüber der Lehrerin zeigen, wie es wie ich es mir wünschen würde. Deswegen schreibt zum Beispiel Nubuma, ihr könnt froh sein, aus der Schule raus zu sein. Heute wirst du aus Angst Moslem oder leidest. Das ist ja auch im Bericht, den wir gesehen haben, dass es teilweise Kinder gibt, die aus der Sorge eben in die starke, machtvolle, gewaltbereite Gruppe zuzugehören, zum Islam konvertieren zu wollen und keinen Stress mehr in der Schule haben zu können. Deswegen, ich bin da sogar ziemlich auf der Linie von Ferda Ataman und sage, ob es jetzt Rassismus ist, weiß ich nicht im Einzelfall, aber definitiv gibt es dieses Mobbing, diese Diskriminierungen, diese Gruppen, die sich da bilden, die kein schönes Zusammenleben in der Schule mehr möglich machen und im Kindesalter. Ja, ich finde, man muss sich diese zwei O-Töne, die wir jetzt gehört haben, nochmal zusammen quasi anhören und überlegen, wie hängen die zusammen. Also wir haben einmal diese Eltern von dem Philippos, der 20 Jahre alt ist und in Bad Oeynhausen im Kurpark totgeprügelt wurde von 10 Männern südländischer Herkunft. Und wir hatten lauter Geschichten dieser Art in den letzten Wochen. Wir hatten in Gera einen Jungen, der von Syrern und Afghanen, die teilweise noch strafunmündig waren, verprügelt wurde. Wir hören das immer wieder und natürlich kann man nicht bei jedem Einzelfall, solange noch ermittelt wird, mit Sicherheit sagen, das waren jetzt rassistische Motive. Aber wenn man diese Gesamtgemengelage sich anschaut, dann wird doch ein Muster deutlich. Dann wird deutlich, dass viele deutsche Kinder deswegen gehänselt werden oder mit Gewalt bedroht werden, weil sie eben Deutsche sind. Das, finde ich, kann man schon feststellen. Und gleichzeitig haben wir eben eine Antidiskriminierungsbeauftragte, Ferda Attermann, die da in der Pressekonferenz sitzt und sagt, dass sie diese Zahlen nicht genau nennen kann, dass sie es auch nicht als Rassismus bezeichnen möchte, weil sich ihre Behörde ja nur mit der Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt beschäftigt und so also eine völlig bürokratische Antwort gibt, wo es um irgendwelche Formalien geht, anstatt wirklich das auch als Rassismus zu benennen. Also ich finde, wenn sie andere Phänomene, die sich zum Beispiel gegen Schwarze richten oder gegen Menschen mit Migrationshintergrund, wenn sie die klar als Rassismus benennt, dann verstehe ich nicht oder kann das nur ideologisch mir erklären, dass sie das bei Deutschen und Weißen nicht macht. Ja, man muss es ganz klar benennen, was wir hier erleben, ist im Grunde eine Vermeidungs- und Vertuschungskultur. Rassismus wird dann thematisiert, wenn er ins Narrativ passt und Rassismus wird totgeschwiegen, wenn er nicht in das Narrativ passt. Man muss sich mal vorstellen, was da passiert ist. Da prügelt eine Gang südländisch aussehender Menschen auf einen unschuldigen Menschen ein, auf Philippus. Der wollte von seinem Abiball durch diesen Park gehen und wollte nur nach Hause gehen. Er hat diesen Menschen nichts getan, wird totgeprügelt. Da frage ich mich, wo bleiben die ARD-Brennpunkte? Wo bleiben die Mitleidsbekundungen in Reihe von den Politikern? Man muss sich das mal vorstellen, zum Beispiel bei der Bild-Zeitung. Ja, 30 Zeilen unten rechts in der Ecke, versteckt, nicht etwa große Titelseite. Ne? Und dort wird noch nicht mal erwähnt, dass es sich um mutmaßlich südländische Täter handelt. Dieses Wort wird einfach gestrichen aus der Polizeimeldung. Dabei wäre es auch wichtig, um die Täter zu erkennen. Man muss ja wissen, wie die Täter aussehen. Na, man muss einfach mal die Fakten benennen. Es war nun mal so. Kein Politiker regt sich wirklich drüber auf in vorderster Front. Und wenn man das jetzt mal vergleicht. Es gibt nun mal das viel weniger Dramatische,
aber perfekte Gegenbeispiel. Wir haben vor einer Woche über den Vorfall in Grevesmühlen gesprochen, bei dem laut Polizeierstmeldung zwei Mädchen aus Ghana rassistisch beleidigt und ins Gesicht getreten eine von ihnen geworden sein soll, von einer Gruppe Jugendlicher aus dem rechten Spektrum. Da war ganz, ganz, ganz großer Bahnhof in Deutschland. Da haben alle reagiert. Nancy Faeser, Annalena Baerbock, Manuela Schwesig, die zuständige Ministerpräsidentin, war im Radio, hat gesprochen, ja, mein Kind ist auch 8 Jahre alt, ich stelle mir das alles schrecklich und so weiter. Dann hat sich herausgestellt, dass sich dieser Fall überhaupt gar nicht so zugetragen hat, dass es keinen Tritt gab, keine Prügelei gab, keine Angriffe gab, sondern dass jemand einem Mädchen den Fuß auf dem Roller in den Weg gestellt hat. Und dann ist die Sache eskaliert, weil die Eltern das klären wollten. Und dann haben wir da Videos gesehen, wie sich das hochgeschaukelt hat. Da sind dann da rassistische Beleidigungen gefallen, aber die Eltern sind auch aggressiv geworden. Das war dann eine Gemengelage, so solche Dinge passieren, aber das ist jetzt kein Fall für Nancy Faeser, um darauf zu reagieren. Wenige Tage später passieren die Bilder aus Gera, wo ein Junge auf dem Video gequält wird, ein zweites Video zeigt, wie ein Junge ins Gesicht getreten wird. Da haben wir den Vorfall des Trittes ins Gesicht. Und jetzt haben wir diesen viel dramatischeren, nicht zu begreifenden Vorfall aus Bad Oeynhausen, wo ein junger Mann auf dem Weg vom Abiball, ja, die Polizei sagt laut Zeugen, es handelt sich um eine Gruppe von etwa 10 Personen, südländischen Aussehens, junge Männer, teilweise in Trainingsanzügen, die ihn totgeprügelt haben. Erst ins Koma, dann in den Hirntod und jetzt wurden die Geräte abgestellt, in den Tod geprügelt haben. Und vom ersten Fall, wo es darum geht, die richtigen Täter, also Jugendliche, rechtes Spektrum und die richtigen Opfer, 2 Mädchen, Migrationshintergrund, Riesenbahnhof. Und in beiden anderen Fällen, falscher Täter, nämlich migrantische Täter, falsches Opfer, eben nicht Migrationshintergrund oder eben nicht dunkelhäutig oder eben nicht irgendwie ins Narrativ passend, kein einziges Wort. Und die Menschen merken einfach, wenn sie die Meldungen sehen und die Reaktionen dazu oder eben die Nichtreaktionen, dass da geht es nicht um die Opfer. Da geht es den Politikern nicht darum, wer wird jetzt hier gerade, haben wir ein Gewaltproblem? Fühlen sich Kinder noch sicher? Haben wir wirklich, dass man als junges, schwarzes Mädchen nicht mehr auf die Straße gehen kann, ohne vermöbelt zu werden? Oder ist das eine Lüge? Es passiert einfach keine richtige Gewichtung mehr und Menschen merken, wenn man sich um die Opfer nicht schert, sondern nur um die eigene politische Erzählung. Und das ist genau der Punkt, der einen wirklich so fassungslos und betroffen macht. Wir merken immer wieder mit diesen Vorfällen, es geht nicht um die Sache, es geht im Grunde um die Belegung eines Narrativs. Es wird gedürstet im Grunde nach Vorfällen, die das Narrativ belegen, und es wird gecancelt in den Fällen, wo das Narrativ ja konterkariert, also nicht belegt wird. Das wird dann totgeschwiegen. Das erleben wir immer und immer wieder. Und ich möchte mal einen Kommentar mit einbringen von Hans Gedeke. Er schreibt in unseren Live-Chat, was Sie natürlich auch tun können. Nennen Sie uns Ihre Gedanken zu diesem Thema. Es ist egal, ob es sich um Rassismus handelt. Wichtig ist, wer hier als Migrant Straftaten begeht, der hat seinen Anspruch, hier leben zu dürfen, verwirkt. Ende aus. Ja, in Deutschland wird ja ständig, Pauline, du wolltest was sagen? Ich wollte noch einen wichtigen Kommentar von Melanie Is. Vorlesen. Sie schreibt, wir müssen mehr über unsere Opfer sprechen. Bitte macht uns jeden Tag über unsere neue Realität bewusst. Kämpft für die Opfer. Bitte lasst sie nicht nur eine Nummer in der Statistik sein. Und genau das versuchen wir auch, eben aufzuzeigen, wer die Opfer sind. Diesen Philippos, der jetzt gestorben ist, zu thematisieren, wer waren die Täter, weil das ist ganz wichtig und wir dürfen auf keinen Fall dieses Narrativ, was von der Regierung und von vielen Medien verbreitet wird, dass es eben Opfer erster und zweiter Klasse gibt, Opfer, die ins Narrativ passen, in die politische Richtung passen und Opfer, die da nicht reinpassen, das dürfen wir auf keinen Fall übernehmen. Ja, das ist richtig, definitiv. Haben wir noch einen wichtigen Kommentar. Heike Brehm schreibt, wir reden hier über unsere Kinder, das schwächste Glied in unserer Gesellschaft. Wo ist deren Lobby? Auch das ist das, was die Menschen natürlich zunehmend merken. Das gleiche Thema hatten wir in der Corona-Krise auch schon. Da hatten die Kinder auch keine Lobby. Da sollten die Kinder sich einschränken, damit ältere Menschen arbeiten oder angeblich nicht sterben sollten. Also wir haben da nicht viel draus gelernt, die Kinder mehr in den Fokus zu nehmen, die zu schützen und deren Freiheit und Unbeschwertheit und auch Möglichkeit, sich gut zu bilden und kluge, schaffenstüchtige Menschen zu werden, die unser Land nach vorne bringen. Da haben wir in der Corona-Krise uns viel dann vorgenommen, als es dann klar wurde, dass da viele Fehler gemacht wurden. Aber offensichtlich passiert da viel zu wenig. Und das ist beide Kommentare extrem relevant, auf die Opfer schauen und bemerken, die Kinder sind die Schwächsten unserer Gesellschaft und sie haben am meisten Schutz verdient. Ja, und wir können Ihnen definitiv versprechen, wir werden weiter hier bei News natürlich auf die Opfer schauen. Wir werden den Opfern einen Namen geben und wir bleiben bei diesem Thema dran. Wir verschweigen nicht, wir zeigen auf.
Deutscher Pass auch für Bürgergeldempfänger, Zutritt für alle Menschen in Frauensaunas, das fordert Antidiskriminierungsbeauftragte Ferda Attermann. Dazu gibt es noch einen interessanten Bericht von Björn Harms, den können Sie natürlich, wenn Sie möchten, nachlesen auf unserer Homepage. Klicken Sie dafür news.de. Wo Meinung noch zählt. News. Die Stimme der Mehrheit. Hier ist News Live. Herzlich willkommen nochmal am Mittwochmorgen. Es ist 20 Minuten nach 8 und an diesem Morgen schauen wir in die wichtigsten, größten und relevantesten Zeitungen des Landes. Was steht auf den Titelseiten heute? Was sind die Themen? Bild titelt heute Morgen 405 Millionen Euro mehr für ARD und ZDF. Die FAZ macht mit diesem Thema auf. Von der Leyen soll Präsidentin der EU-Kommission bleiben. Die Süddeutsche Zeitung titelt Habeck setzt auf mehr Arbeit und die Welt geht heute raus mit der Anteil von Männern an Alleinerziehenden steigt. Einen haben wir noch, und zwar das Handelsblatt. Das titelt heute Regierung verschiebt Etatbeschluss. Das sind viele Schlagzeilen. Ihr habt ja sicherlich eine rausgesucht und wir machen Ladies First oder Julius First in diesem Fall. Alles klar, ich würde nämlich gerne die letzte Zeile vom Handelsblatt übernehmen. Der Ampelstreit, es ist ja fast schon eine Binse oder langweilig, aber er eskaliert mal wieder und er eskaliert, und das ist, müssen die Zuschauer und Zuhörer wissen, in einem extrem wichtigen Punkt, nämlich die Ampel bekommt es nicht hin, einen Haushalt aufzustellen. Das klingt jetzt erstmal langweilig, da geht es um irgendwelche Milliarden, die versteht man nicht und wer bekommt wie viel Geld. Ein verfassungskonform. Entscheidend ist, das ist die Geschäftsgrundlage, auf der sie Politik machen können. Wenn sie keinen Haushalt haben und nicht wissen, wie viel Geld jeder zur Verfügung hat, dann kann man faktisch keine vernünftige Politik machen und all die Projekte, die versprochen oder angestoßen wurden, einfach nicht umsetzen. Dann gibt es eine monatsweise Rationierung des Geldes. Dann verteilt der Lindner, kriegt jeder eine Tüte voller Geld. Jeden Monat muss damit haushalten. Man kann keine langfristigen Projekte anstoßen. Und eigentlich hat ja der Bundeskanzler versprochen, wir wissen das halt, wir streiten nicht mehr, wir wollen besser unsere alles kommunizieren und das ist das Problem und wir werden jetzt zusammensetzen und dann kommt am 3. Juli, versprochen, ein Haushaltsentwurf, mit dem man dann arbeiten kann, dann können sich damit der Bundestag beschäftigen und dann ist alles toll. Wurde leider gestern abgesagt, wurde auf den 17. Juli verschoben, weil der Streit noch zu groß ist, weil eine Größenordnung zwischen, es ist unklar, 20 und 50 Milliarden Euro im Augenblick fehlen und man nicht weiß, wo man die herbekommt. Die FDP sagt, wir werden nicht mehr Schulden machen, als die Schuldenbremse erlaubt. Darauf legen sie sich fest und alle anderen sagen, das ist Sparhaushalt, aber ich möchte eine Sache vielleicht auch im Sinne der Leser erklären. So viel Geld auszugeben, wie man hat, ist nicht sparen. Nee. Das ist ein bedeutungsschwanger Satz. Es ist einfach Haushalten. Es ist vernünftig wirtschaften. Wir alle erleben das doch jeden Monat. Du kriegst dein Gehalt aufs Konto. Man kann ja nicht seinem Kind jetzt... Richtig. Also, wichtig ist ja, wir machen ja schon Schulden. Die Schuldenbremse erlaubt so 30, 40 Milliarden Euro Schulden. Da sind wir schon so 8, 9, 10 Prozent über und durst, sag ich mal. Wenn ich jetzt meinem Kind beibringe, du hast jetzt 50 Euro Taschengeld und wenn du 55 Euro ausgegeben hast, hast du ein Problem. Und dann nichts mehr ausgeben darfst, dann sparst du. Ja. Da sagt man doch hier, also Leute, was ist denn hier los? Richtig. Ja, und es geht natürlich hier, bevor wir zu dir, Pauline, kommen, auch um die Glaubwürdigkeit im Grunde der FDP. Sollte die FDP hier tatsächlich einknicken und einer weiteren Ausweitung der Schuldenbremse zustimmen, ich glaube, dann haben sie bei den nächsten Wahlen definitiv ein Problem. Pauline, was hat dich so interessiert an den Schlagzeilen? Worüber würdest du gerne sprechen? Ich fand noch die neuesten Entwicklungen aus Europa interessant, nämlich auch die Süddeutsche Zeitung schreibt heute von der Leyen vor zweiter Amtszeit. Also Ursula von der Leyen wird wahrscheinlich auch die nächste Kommissionspräsidentin der EU werden. Und das finde ich interessant, deswegen, weil das ja vorher noch gar nicht hundertprozentig sicher war. Ihre Parteienfamilie, die EVP, war zwar stärkste Kraft, aber wir haben das in Europa auch schon erlebt, nach der letzten Europawahl zum Beispiel, dass die Partei, die eigentlich stärkste Kraft war, dann gar nicht ihren Spitzenkandidaten durchsetzen konnte, sondern dass es dann so rumgemauschelt wurde und dann entschieden wurde, dass es doch jemand anderes sein soll, nämlich Ursula von der Leyen. Und ich finde es sehr gut, dass diesmal die wirkliche Spitzenkandidatin der Partei auch dieses Spitzenamt bekommt, weil ich glaube, das ist wichtig für die Glaubwürdigkeit dieser Institution und auch wichtig, dass die Wähler entscheiden können, wer sie regiert. Also so funktioniert ja Demokratie, so funktionieren Wahlen. Obwohl ich persönlich kein Fan von Ursula von der Leyen bin, ich finde, sie steht für alles, was ich an der EU kritisch sehe, von Überregulation beim Klimaschutz bis hin zu Intransparenz bei der Impfstoffbeschaffung, also alles Mögliche, was ich nicht gut finde, aber dass sie jetzt dieses Amt bekommt, wenn sie gewählt wurde, finde ich trotzdem gut.
Hier mal eine nüchterne Betrachtung, finde ich auch gut. Und wir haben noch einen Kommentar von Sonnenschein dazu. Er oder sie teilt offensichtlich nicht ganz deine Meinung. Liebe Pauline, hier steht Europa nicht den Laien überlassen. Aber das ist natürlich ein anderes Thema. Julius, wolltest du noch kurz was sagen? Du sahst so bedeutungsschwanger aus, oder? Ne, alles gut. Alles gut ist immer ein schönes Schlusswort. Es ist 8.24 Uhr und gleich ein ganz besonderer Tagesordnungspunkt hier bei News Live. Österreichs Altkanzler Sebastian Kurz im Gespräch mit Julian Reichelt gleich bei News Live. Jetzt nochmal, falls Sie es nicht mitbekommen haben, ich habe es ja eben vor ein paar Sekunden gesagt, es ist 8.25 Uhr, jetzt mittlerweile eine Minute später. News, das Radio, jetzt. Das Neueste aus Deutschland und der Welt. News, Nachrichten. Ich bin Robert Noack. Guten Morgen. Die Bundesregierung will Ausländer, die terroristische Straftaten billigen oder gutheißen, künftig schneller ausweisen. Einen entsprechenden Entwurf zur Verschärfung des Ausweisungsrechts soll heute auf den Weg gebracht werden. Kanzler Scholz hatte die Gesetzesverschärfung nach dem terroristischen Messerangriff in Mannheim angekündigt. Der Deutsche Bauernverband hat das geplante Entlastungspaket der Bundesregierung für Landwirte kritisiert. Verbandspräsident Ruckwied sagte, das Paket sei Lichtjahre von einer echten Entlastung entfernt. Die Landwirte sind enttäuscht über das Paket, das ein Päckchen ist. Wir sind massiv belastet worden im Winter mit Steuererhöhungen etc. Er forderte stattdessen, schon beschlossene Einschnitte zurückzunehmen. Die Ampelkoalition plant steuerliche Erleichterungen und weniger Bürokratie. Wiener Panne bei der Deutschen Bahn. Auf offener Strecke ist am Abend ein ICE von Hamburg nach Berlin liegen geblieben. Der Grund: eine defekte Bremse. Es dauerte Stunden, bis die 380 Fahrgäste in einen Ersatzzug umsteigen und die Fahrt fortsetzen konnten. Deutschland trifft im Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft auf Dänemark. Die dänische Mannschaft sicherte sich durch ein 0:0 gegen Serbien Platz 2 in Gruppe C. Gruppenerster wurde England nach einem 0:0 gegen Slowenien. Die Slowenen ziehen als einer der besten Drittplatzierten trotzdem ins Achtelfinale ein. In der Gruppe D konnten sich zuvor schon Frankreich, die Niederlande und Österreich ihr Ticket für das Achtelfinale sichern. Und das Wetter für Deutschland: von der Mitte bis in den Norden viel Sonne, im Süden und im Südwesten Schauer und Gewitter, Höchsttemperaturen 27 bis 32 Grad. Hier ist News, die Stimme der Mehrheit. Stimme der Mehrheit. News Live. Ein sehr schöner Mittwochmorgen. Schön, dass auch für Sie dieser Tag mit News Live startet. Ja, niemand hat so sehr vor den Folgen der unkontrollierten Massenmigration gewarnt wie der damalige österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz. 2015 wurde Kurz dafür angefeindet. Heute müssen seine damaligen Kritiker und Millionen Menschen erkennen, er hatte recht. News-Reporter Julian Reichelt jetzt im Gespräch mit Sebastian Kurz. Mir jetzt zugeschaltet aus Wien ist der ehemalige österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz, heute Unternehmer. Herr Kurz, herzlich willkommen bei News Live. Vielen Dank für die Einladung. Herr Kurz, man sieht Sie in letzter Zeit viel auf Reisen. Gerade habe ich gesehen, in Ruanda unterwegs, aber auch im Mittleren und Nahen Osten. Von wo kommen Sie gerade? Also im Moment wieder zurück in Wien, aber es stimmt, ich verbringe ungefähr die Hälfte meiner Zeit im Middle East. Ich bin sehr viel in Abu Dhabi. Ich habe ein Unternehmen auch in Tel Aviv gegründet. Und insofern verbringe ich einen guten Teil meiner Zeit in dieser Region. Jetzt im Moment aber gerade zurück im schönen Wien. Sie sind zurück in ein Wien, in ein Europa gekommen, was nach Erzählungen vieler Medien einen Rechtsruck erlebt hat bei den letzten Europawahlen. Wie betrachten Sie die Ergebnisse in Österreich, in Deutschland, in ganz Europa bei der letzten Wahl? Naja, jede Wahl bringt eine gewisse Veränderung. Ich glaube, die Wahl war definitiv keine Revolution. Ob es jetzt wirklich ein Ruck war, würde ich auch mal bezweifeln. Ich würde sagen, es war eine Kurskorrektur. Und wenn man sich es etwas genauer anschaut, dann sieht man, dass nicht nur Rechtsparteien, sondern ja auch Mitte-Rechtsparteien dazu gewonnen haben. Also ich würde sagen, rechts der Mitte wurde gestärkt. Die Anzahl ist auch eine, die jetzt noch nicht alles verändern wird. Denn im Europaparlament sind 720 Abgeordnete. Die Mitte-Rechts- und Rechtsparteien haben zusammen etwas über 20 Mandate dazu gewonnen. Das ist ein Erfolg, aber
jetzt noch keine große Revolution. Geschwächt wurden relativ eindeutig die Grünen, die über ein Viertel ihrer Mandate verloren haben. Also ich glaube, es gibt doch eine größer werdende Zahl in der Europäischen Union, die ja wahrscheinlich nicht nur die Politik der Grünen, sondern auch den teilweise sehr absolutistischen Anspruch ein Stück weit ablehnt. Sie haben gerade in einem Interview mit dem Schweizer Blick gesagt, dass das Thema Debattenkultur, die Debattenkultur in Europa ein großes Problem ist. Ist auch das vielleicht eine Erklärung für dieses am Ende katastrophale Wahlergebnis im linken Lager, dass von dort einfach versucht wird, Debatten, die Menschen wichtig sind, massiv zu unterdrücken? Naja, also zumindest ich nehme es in einer gewissen Art und Weise so wahr. Ich bin da sicherlich auch betroffen, weil ich damals in der Migrationskrise in den Jahren 2015, 2016 erlebt habe, dass meine Positionen, die ich als sehr normal und eigentlich relativ mittig empfunden habe, dass die immer versucht wurden, in ein rechtsradikales Eck zu stellen. Also damals, als wir gefordert haben, dass Außengrenzen geschützt werden müssen, dass Schlepper nicht entscheiden sollten, wer zuwandern darf und wer nicht, dass man etwas dagegen tun sollte, dass die Schlepper am Leid dieser Menschen verdienen und viele dann auch noch auf dem Weg nach Europa ertrinken, da ist das sofort als rechts oder rechtsradikal dargestellt worden. Und es hat eigentlich Jahre gebraucht, bis diese Positionen, die ich damals vertreten habe, von immer mehr Politikern vertreten wurden. Und heute wird das nicht mehr so stark bekämpft wie damals. Dafür werden jetzt andere Themen bekämpft. Also sobald man sich ein Stück weit kritisch über die Sanktionen oder die Russlandpolitik äußert, ist man ein Russlandfreund. Sobald man etwas klarere Linien in der Migration fordert, ist man ein Rechtsradikaler. Das ist etwas, das ich recht problematisch finde. Ich glaube, dass unsere liberalen Demokratien eigentlich dann funktionieren, wenn es einen Wettbewerb der besten Ideen gibt, wenn es auch einen Grundrespekt vor anderen Meinungen gibt. Und wenn man vielleicht mit etwas weniger Emotion diesen Wettbewerb der besten Ideen einfach politisch austrägt. Und ich glaube, das ist ein Stück weit verloren gegangen. Ich glaube, das hat stark begonnen in der Migrationskrise 2015 und ist leider Gottes nicht weniger geworden. Und das macht mir persönlich auch ein Stück weit Sorge. Hier in Deutschland ein ganz großes Thema bei den Wahlen war natürlich die deutsche Wirtschaft, Nullwachstum, beginnende Anzeichen von Deindustrialisierung. War dies auch eine Wahl gegen grüne Wirtschaftspolitik, die oft auch eben Energiepolitik ist? Naja, die Wahlen haben ja nicht nur in Deutschland stattgefunden, sondern in der ganzen Europäischen Union. Aber ich glaube, die Themen, die viele Leute, nicht alle Menschen, aber viele Leute beschäftigen, sind natürlich Fragen wie, was passiert mit dem Wohlstand, wie geht es mit dem Standort weiter? Wenn man sich ansieht, wie sich die Weltwirtschaft verändert, teilweise auch verlagert, dann gibt es natürlich schon Grund zur Sorge. Und ich würde mal sagen, gerade starke Industrieländer in Europa wie Deutschland, die waren immer davon geprägt, dass die Kosten für Arbeit relativ hoch waren, dass es vielleicht auch ein gewisses Ausmaß an Bürokratie gab, aber dass zumindest die Energie zu relativ adäquaten Preisen stets gewährleistet war. Wenn jetzt viel Bürokratie vorhanden ist, die Kosten für Arbeit weiterhin hoch sind oder auch aufgrund der Inflation steigen und gleichzeitig natürlich die Energiekosten durch die Decke schießen, dann ist das insbesondere für einige Bereiche der Industrie ein Riesenthema. Und ja, ich glaube, wenn den Großteil meiner Zeit mittlerweile nicht mehr in Europa, sondern in anderen Teilen der Welt, wenn ich mir so anschaue, wie viel Hunger nach Erfolg es in vielen anderen Staaten dieser Welt gibt, wie viel Wachstum dort auch stattfindet, ja, dann müssen wir in Europa definitiv alles tun, um wettbewerbsfähiger zu werden, damit sich der Wohlstand nicht mehr und mehr in andere Teile der Welt verlagert. Wie blickt man da aus anderen Ländern auf Europa
und auf Deutschland. Gerade bei diesem Thema Energiepolitik hier in Deutschland, aber in Österreich ist es nicht großartig anders, ist ja quasi die Erzählung der Grünen, dass wir mit unserer Form der Wirtschaft, mit unserer Form der Energiepolitik vorangehen, ein Vorbild für die ganze Welt sind. Der Rest der Welt scheint sich energiepolitisch aber in andere Richtungen zu orientieren. Wie blickt man da auf Europa und besonders eben auf Deutschland und das Schrumpfen im Herzen Europas? Also ich würde mal sagen, das größte Problem, das ich sehe, ist, dass viele gar nicht mehr so sehr auf Europa blicken. Also für uns Europäer ist immer klar, dass Europa der Mittelpunkt der Welt ist. Das Problem ist, alle anderen sehen das nicht so. Das heißt, ich würde mal sagen, Problem Nummer eins ist, es gibt wesentlich weniger Interesse an Europa. Auch unsere Probleme, der Krieg in der Ukraine, das wird als unser Problem, als unser Krieg, aber in weiten Teilen der Welt nicht als deren Thema oder deren Konflikt oder Krieg gesehen. Das heißt, das Interesse ist weniger geworden. Zum Zweiten, und das halte ich für sehr problematisch, als ich vor rund 10 Jahren Außenminister war, hatte ich den Eindruck, dass unsere liberalen Demokratien, insbesondere aber auch die USA, noch in weiten Teilen der Welt als Vorbild gesehen worden sind. Dass in weiten Teilen der Welt eigentlich das Modell war, wo die Menschen gesagt haben, Demokratie und gleichzeitig immer auch das Versprechen, das damit einherging, nach einer starken Wirtschaft, nach Wohlstand, nach guten Lebensbedingungen, dieses Vorbild ist deutlich schwächer geworden. Ich erlebe in weiten Teilen der Welt, dass immer mehr Menschen gar nicht mehr auf unsere Systeme blicken und sagen, das wollen wir kopieren. Und ich glaube, das ist eigentlich höchst problematisch. Und darum glaube ich, ist wichtig, dass wir eine ordentliche Debattenkultur entwickeln, dass wir zeigen, dass ein Wettbewerb der besten Ideen in Demokratien funktionieren kann, dass wir zeigen, dass Wirtschaftswachstum auch in Demokratien weiterhin möglich ist, dass das Miteinander Hand in Hand geht, dass auch in Demokratien entschieden werden kann, dass Standort gestärkt werden kann. Ja, und was die Klimapolitik betrifft, glaube ich, ist es wichtig, gegen den Klimawandel anzukämpfen, ist es wichtig, auch eine gute Umweltpolitik zu betreiben. Aber es muss immer ein gesamtheitlicher Blick sein und es muss sich immer auch ausgehen, dass der Wirtschaftsstandort erfolgreich bleibt, dass die Energiekosten nicht durch die Decke schießen. Ich glaube, sozusagen nur wenn man Standortpolitik, Umweltpolitik und Sozialpolitik in Einklang bringt und insbesondere nicht auf die Standortpolitik vergisst, dann kann das System langfristig erfolgreich sein. Was die meisten nicht am Schirm haben, ist, dass ohne einen starken Wirtschaftsstandort all das, was den Sozialstaat ausmacht, schlicht und ergreifend nicht leistbar sein wird, weil die Steuereinnahmen wegbrechen. Sie haben das Wort gesagt, Sozialstaat. Das, was an Europa noch hochattraktiv ist und eine hohe Anziehungskraft auf weite Teile der Welt offenbar auswirkt, ist der Sozialstaat. 2015, auch das haben Sie eben erwähnt, haben Sie massiv vor den Folgen der Migrationspolitik und der unkontrollierten Migration gewarnt. Wie ist Ihre Zwischenbilanz heute? Mein Eindruck ist, die Warnungen sind verhallt, es ist eigentlich eher schlimmer geworden. Also ich finde das, was da nach wie vor stattfindet, höchst problematisch. Jedes Land der Welt, das attraktiv ist für Zuwanderung, entscheidet, wer zuwandern darf und wer nicht. Das sind in weiten Teilen der Welt, in attraktiven Ländern, sehr ausgeklügelte Systeme, wo ganz genau geschaut wird, wo brauchen wir Arbeitskräfte, wo gibt es Menschen, die was beitragen können, wie können wir die besten Talente anziehen. In Europa ist es nach wie vor so, dass der Außengrenzschutz de facto nicht so funktioniert, wie er funktionieren sollte. Dass viele Menschen kommen, illegal, und dann ganz gleich, wie das Asylverfahren ausgeht, auch da bleiben. Und insofern oftmals nicht die besten Köpfe angezogen werden, sondern diejenigen, die eben bereit sind, sich auf den Weg zu machen, diejenigen, die sich den Schlepper leisten können. Und das ist ein System, das keine Zukunft haben kann. Und ich glaube, ja, die Auswirkungen, die sollten jetzt nicht überraschen, denn das ist ja ganz klar. Der Erfolg der Integration hängt immer auch von der Zahl der zu Integrierenden ab. Und er hängt vor allem auch von der Frage ab, wer wandert überhaupt zu? Also zu entscheiden, wer darf in einem Land leben, das ist eine der Kernaufgaben eines funktionierenden Staates. Und gerade wenn es eine Europäische Union ohne Grenzen nach innen auch in Zukunft geben soll,
dann wird das nur funktionieren, wenn die Außengrenzen funktionieren und nicht die Schlepper, sondern die Politik entscheidet, wer zuwandern darf und wer nicht. Wird das jemals funktionieren? Mein Eindruck ist, viele Menschen haben die Hoffnung da verloren und viele Menschen fragen sich, wird das Europa, wie wir es heute noch kennen, in 15, in 20 Jahren noch so existieren? Weil dieses Thema, was Sie angesprochen haben, Schutz der Außengrenzen, ja offenkundig nicht funktioniert und es auch keine Aussicht darauf gibt, dass es funktionieren kann. Wird Europa sich für immer verändern oder lässt sich das noch irgendwie in den Griff bekommen? Es muss sich verändern und man muss es in den Griff bekommen. Alles andere würde mittelfristig immer dramatischere Auswirkungen haben. Und es gibt ja Modelle, die funktionieren können. Großbritannien hat mit Ruanda eine Vereinbarung abgeschlossen, um Menschen, die illegal kommen, zurückzustellen. Also es gibt ja Konzepte. Ich glaube, es braucht einfach nur die Bereitschaft, diese auch umzusetzen. Und man sollte sich von der einen oder anderen romantischen Vorstellung, dass Menschen überall dort leben dürfen sollten, wo sie leben wollen, von diesen romantischen Vorstellungen muss man sich verabschieden, denn die Sozialsysteme in Ländern wie Deutschland, aber auch Österreich, Schweden und vielen anderen Staaten sind einfach zu attraktiv und die Lebensbedingungen in weiten Teilen der Welt leider zu schlecht. Und insofern wird die Masse an Menschen immer zu groß sein, die ein Interesse hätte, hier bei uns zu leben. Die offenkundigste Auswirkung dieser ungesteuerten, illegalen Massenmigration, wie wir sie seit einem Jahrzehnt hier in Europa erleben, wird täglich mehr in Österreich wie hier in Deutschland Kriminalität in einem Ausmaß, wie man es zumindest in deutschen Innenstädten, aber auch in Österreich, in Wien habe ich schreckliche Fälle wahrgenommen, bisher nicht erlebt hat. In Deutschland gerade vom letzten Wochenende, junger Mann, 20 Jahre alt, kommt von seinem Abiball, geht durch den Park, ihm wird der Schädel eingeschlagen, jetzt ist er klinisch tot. Das Thema Messergewalt, all diese Themen explodieren geradezu in Europa. Gibt es dafür noch eine Lösung? Kann man diesem Thema noch begegnen oder ist es außer Kontrolle? Ja, natürlich muss man dem Thema begegnen und das kann nur funktionieren, auch mit einer ordentlichen Kriminalitätsbekämpfung. Aber das sind ja dann Symptome am Ende des Tages und ich glaube, darüber hinaus gibt es noch viele andere Fragen. Wie schafft man das in den Schulen? Wie schafft man das im Sozialstaat? Also da gibt es ja viele Herausforderungen neben dem Thema der Kriminalität. Und ich glaube, dass ein Staat, aber auch die Europäische Union dann funktioniert, wenn Menschen zuwandern dürfen, die einen Beitrag leisten können, die gut ausgebildet sind, die uns auch wirtschaftlich nach vorne bringen. Aber es braucht klare Grenzen bei Menschen, die in den Sozialstaat zuwandern oder keinen Beitrag leisten können. Wenn da weiterhin eine hohe Zahl jedes Jahr an Menschen in unsere Systeme kommt, dann wird das unabhängig vom Thema der Kriminalität einfach unsere Systeme an die Grenzen bringen. Was ist Ihre Beobachtung beim Thema Schulen? Naja, es ist relativ einfach. Auch Schulen haben gewisse Aufnahme Möglichkeiten und Kapazitäten. Man erlebt das ja oft im ländlichen Raum. Wenn in einer Klasse 2, 3 Kinder sind, die nicht Deutsch als Muttersprache haben, dann funktioniert das meist relativ schnell, dass die Kinder sprachlich aufrücken und gut in das System hineinfinden. Dann findet Integration oft sehr spielerisch und Gott sei Dank sehr schnell statt. In Schulen, wo das System völlig auf den Kopf gestellt ist, wo jetzt sozusagen im Fall von Deutschland Deutsch als Muttersprache nicht mehr die Regel, sondern eher die Ausnahme ist, verändert sich natürlich das System Schule komplett und ja, stößt auch da an seine Grenzen. Und insofern glaube ich, ich habe lange in der Integration gearbeitet. Ich bleibe schlicht und ergreifend bei meiner Erfahrung. Es ist alles eine Frage der Zahlen. Es ist eine Frage, wie viele Menschen sind zu integrieren. Und es ist eine Frage, woher kommen die Menschen? Wie gut sind sie ausgebildet? Das sind die Fragen, die man sich stellen muss, wenn man wissen will, ob es funktionieren kann oder nicht. Sebastian Kurz, herzlichen Dank nach Wien.
Das Interview mit News-Reporter Julian Reichelt und dem ehemaligen österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz haben wir aus zeitlichen Gründen vorher aufgezeichnet. Wo Meinung noch zählt. News. Die Stimme der Mehrheit. Hier ist News Live. Kurzer Uhrenvergleich an dieser Stelle. 8.44 Uhr. Einen schönen guten Morgen. Am Mittwoch. Beitragsschock für 73 Millionen gesetzlich Krankenversicherte. Der Versicherer DAK Gesundheit hat berechnet und zeigt, die Beiträge werden explosionsartig steigen, von rund 16% auf 19%. Außerdem steigen auch die Beiträge bei der Rentenversicherung, der Pflegeversicherung und bei der Arbeitslosenversicherung. Warum wir uns das Leben in Deutschland bald nicht mehr leisten können, jetzt bei News Live. Julius, klär uns doch mal bitte auf, wie teuer wird das für die 73 Millionen gesetzlichen Krankenversicherten? Ziemlich teuer. Wir erleben so langsam die Auswirkungen des demografischen Wandels, was das bedeutet für unser Sozialsystem. Die DAK Gesundheit hat nicht irgendwen, sondern das sogenannte IGES-Institut, also sehr seriöses, europaweit vernetztes Institut, beauftragt, das mal auszurechnen, wie die großen Töpfe Krankenkasse, Rentenkasse, Arbeitslosenversicherung und Pflegeversicherung sich in den kommenden Jahren entwickeln werden. Wie viele Menschen werden potenziell behandlungsbedürftig, wie viele Menschen kommen in die Rente, wollen Rente haben, wie viele Menschen müssen gepflegt werden und so weiter. Und wer bleibt übrig, das alles zu bezahlen? Und unter dem Strich kommen die zu dem Ergebnis, dass wir in den nächsten 10, 11 Jahren gewaltige Anstiege bei den Sozialleistungen und Kosten für die Beitragszahler haben werden. Allein bei der Krankenkasse ein Anstieg um 3 Prozentpunkte. Bei der Rente haben ja auch Christian Lindner und Hubertus Heil, die beiden Minister, vorgestellt, da sollen die Beiträge von 18, auf 22, bis 2035 steigen. Bei der Pflegeversicherung muss es raufgehen und bei der Arbeitslosenversicherung ebenso. Und so kommt man insgesamt, wenn man ein Normalverdiener ist, 4.000 Euro brutto im Monat, auf 156 Euro netto Mehrkosten im Monat. Das ist ja nur die Hälfte, die andere Hälfte bezahlt der Arbeitgeber nochmal obendrauf. Wenn man das Ganze jetzt mal 12 nimmt, aufs Jahr gesehen, sind das knapp 1.900 Euro mehr, die ein Normalverdiener, 4.000 Euro ist jetzt nicht absolut out of order viel Geld, mehr bezahlen muss an die ganzen Versicherungen, die existieren. Und da kommt ja noch hinzu, wenn eines Tages dann die Beitragsbemessungsgrenzen erhöht werden, die noch besser Verdienenden weiter nach oben geschoben werden, kann das alles noch ansteigen. Es zeigt also, der Sozialstaat wird sehr, sehr teuer und die magische Zahl, die die DAK da veröffentlicht hat, er wird ansteigen von jetzt aktuell 41,1 auf 48,6%. Das heißt, die Hälfte des Bruttolohns wird in unser Sozialsystem fließen. Mhm. Ja, du hast das ja eben treffend gesagt. Es betrifft ja nicht nur die Arbeitnehmer, sondern eben auch die Arbeitgeber. Das wird ja gerne vergessen. Und auch der Arbeitgeber muss ja das Geld, was er denn mehr bezahlt, erstmal verdienen. Das heißt, für den Arbeitsmarkt sind das auf keinesfalls günstige Prognosen, weil im Zweifelsfall spart dann eben der Arbeitgeber und spart an Arbeitskräften, die dann plötzlich nicht mehr arbeiten können, weil sie einfach nichts, weil sie keinen Job mehr haben und dann in die Sozialsysteme fallen. Ja, aber sag mal, vielleicht täusche ich mich auch, lieber Julius, vielleicht habe ich ja ein Déjà-vu. Hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach die Beiträge nicht erst erhöht oder? Ja. Kam mir jetzt gerade so. Lauterbach ist seit 2021 Minister und er hat nicht den Grundbeitrag für die Krankenkasse bisher erhöht. Er steht weiterhin bei 14,6. Er hat aber immer stückchenweise den sogenannten Zusatzbeitrag erhöht von 1,3 Punkte auf 1,7 Punkte. Das sind auch schon beim Normalverdiener 15, 20 Euro im Monat. Die merkt man dann nicht so richtig. Die werden einfach von der Krankenkasse automatisch über die Lohnabrechnung, wenn man jetzt Angestellter ist, abgezogen. Aber solche Dinge, die summieren sich ja auch aufs Jahr hinaus auf dreistellige Summen. Und wenn dann jedes Jahr 100, 150 oder 200 Euro weniger zur Verfügung stehen, weil man eben in die Krankenkasse mehr einbezahlen muss, das bekommt man zu spüren. Und das große Problem bei der Krankenkasse, es gibt viele Probleme, es ist ein sehr ineffizientes System. Es gibt sehr viel Geld, das in die Pharmazie fließt. Es gibt ein großes Netz aus Krankenhäusern, Land- und Landkreiskrankenhäuser, Wald und Wiesen, sagt man immer, die auch irgendwie betrieben werden im Augenblick, wohingegen es sehr, sehr ratsam ist, bei großen gesundheitlichen Problemen in große Kliniken zu gehen, in spezialisierte Kliniken, in Maximalversorger- und Unikliniken, wenn man dort auch statistisch belegt, viel besser aufgehoben ist. Da wird gerade dran geschraubt, dass die Krankenhauslandschaft umzusortieren. Es gibt noch einen Punkt. Wir als GKV-Versicherte bezahlen das Bürgergeld in Teilen mit. Denn Bürgergeldempfänger und auch Asylbewerber sind ebenfalls gesetzlich versichert. In teilweise
Achso, okay. Teilweise in leicht abgespeckter Form, aber diese Kosten, die dabei entstehen für Bürgergeldempfänger, Asylbewerber, die werden nicht eins zu eins durch das Arbeitsministerium von Hubertus Heil, das eigentlich zuständig wäre, bezahlt und finanziert, sondern es werden 10 Milliarden Euro zu wenig rübergeschoben in die GKV. Das heißt, wir normal Versicherten, gesetzlich Versicherten, zahlen 10 Milliarden Euro zusätzlich in die Bürgergeld- und in die Asylbewerberkasse, um deren Gesundheitsversorgung mitzufinanzieren. Naja, dazu passt ein Kommentar von Dorit Obiatel. Sie schreibt in unsere Kommentare: Nennen wir es doch beim Namen. Wir müssen mehr zahlen für Fremde, die zu Massen hierher kommen. Es ist unfassbar. Das heißt, was hier passiert ist, natürlich ist entflammt, auch in der normalen Bevölkerung, ich sag mal in Anführung normalen Bevölkerung, natürlich eine Debatte über Ungerechtigkeit. Ne? Und wir kommen vielleicht nochmal zu dem Bürgergeld-Aspekt, liebe Pauline. Wenn ich ja an Bürgergeld denke und Leute, die jeden Tag aufstehen und kaum mehr in der Tasche haben, die Debatte hatten wir ja schon mal, das ist natürlich gefühlt einfach ungerecht. Dumme Frage. Eine ganz dumme Frage, damit wir das auch nochmal ganz klar machen. Sag mal, wer bezahlt eigentlich ja die Krankenkasse für Bürgergeldempfänger und Asylbewerber? Das ist doch die Frage, die wir uns hier stellen. Ja, also das hat Julius ja gerade ungefähr dargelegt und ich finde, es ist auch nochmal interessant zu sehen, wie das die Leute auch direkt im Alltag betrifft. Also Mafi82 schreibt, dann ist ja meine kleine Lohnerhöhung Anfang nächsten Jahres wieder direkt aufgefressen durch die Krankenkasse, so wie in den letzten Jahren auch. Mal wieder danke für nichts. Also das ist einfach genau das Gefühl von vielen Menschen, sie gehen arbeiten und es bleibt am Ende viel zu wenig. Und wir sehen das ja auch, wenn man sich anguckt, wie der Unterschied zwischen Bruttolohn und Nettolohn in Deutschland ist. Das ist einfach ein wahnsinniger Unterschied. Es bleibt einfach viel zu wenig von dem Geld übrig, was man hart verdient. Und ich finde es immer wichtig, auch zu schauen, wo gibt es da Hebel. Also natürlich ist dieses ganze Problem mit den Krankenkassen, mit der Rente, das ist in Deutschland einfach durch die demografische Situation so schwierig, dass man da in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren vor großen Problemen und vor großen Kosten stehen wird. Aber dann muss man doch als Regierung sagen, wenn es dort schon so hohe Beiträge gibt, dann müssen wir wenigstens versuchen, die Steuerlast ein bisschen zu senken und zu sagen, na, da können wir vielleicht was drehen. Und wir haben aber eine Bundesregierung, haben wir ja schon oft drüber geredet, die nicht bereit ist, dort zu sparen und zu sagen, ja, wir versuchen die Steuern irgendwie ein bisschen runterzudrücken, damit wenigstens da noch was übrig bleibt bei den Leuten. Das muss man ja betonen. Zu diesen, also das ist jetzt eine Berechnung, das ist keine Gesetzestext, dass das passieren soll. Also es gibt noch keine Erhöhung der Krankenkassenbeiträge. Die Erhöhung der Rentenbeiträge ist bereits in Planung auf 22,6%. Es ist ja auch ein Vergehen an den jungen, jetzt arbeitenden Menschen, die verpasste Reform zu finanzieren und den demografischen Wandel irgendwie finanziell auszugleichen. Die Steuer, die kommt ja nach oben drauf. Also zu diesen 48,6 Punkten, die das IGES-Institut da ausgerechnet hat, ab 2035 wird ja weiterhin Lohnsteuer eingezogen, um den restlichen Laden zu finanzieren. Und was man nicht vergessen darf, die Rente, also die Rentenbeiträge werden erhöht, aber die Rente wird ja nochmal zusätzlich aus dem Bundeshaushalt aufgefüllt. Allein in diesem Jahr sind 127 Milliarden Euro. Das ist mehr als ein Viertel des Bundeshaushalts, fast ein Drittel. Wir haben 450 Milliarden insgesamt, 127 vom Steuergeld, was für Straßen, Schulen, Sicherheit, all diese Dinge, die so ein Staat am Laufen halten soll, damit alles funktioniert und die Bahn pünktlich kommt, wird mehr als ein Viertel, fast ein Drittel genommen und in die Rentenkasse gefüllt, weil wir da schon längst nicht mehr das ordentlich finanziert bekommen, obwohl wir die Beiträge erhöhen werden und müssen. Ich habe gerade einen Kommentar gesehen, der sagt, wo ist er hin? Hier. Ich finde ihn gerade nicht mehr. Ist ja auch egal, da stand in etwa, das System kollabiert und es gibt halt einige Experten wie... Ich habe den Kommentar, ja. Der ist von Poppy. Poppy schreibt, dieses System einfach kollabiert, das kannst du drehen und wenden, wie du willst. Ja. Da geht es natürlich um die Finanzierung des Systems. Genau, und es gibt natürlich einige Experten, unter anderem den Professor Raffelhüschen, den sogenannten Rentenpapst aus Freiburg, der das seit Jahren und Jahrzehnten vorrechnet. Der rechnet das vor, dass wir zu alt werden, dass die Sozialleistungen in allen Bereichen steigen werden, dass die Migration, die nach Deutschland kommt, was ja die große Hoffnung war, da kommen junge, schaffenstüchtige Männer und die finanzieren das dann alles, weil die alle arbeiten und gehen Steuern zahlen. Wie viele waren Bürgergeld? Ich glaube 53%. Leider nicht passiert, dass sich dieser Plan sozusagen nicht so richtig ergibt und das Problem nur noch größer wird, weil man sozusagen, wie du sagst, dann auch noch auf der Sozialleistungsseite, das ist ja nochmal ein anderes Thema, das Bürgergeld wird ja aus Steuergeld finanziert und nicht durch irgendwelche Versicherungen, auch nochmal mehr Belastungen entstehen. Und dieses ganze System, dieser so wunderbare Sozialstaat in Deutschland, der ja auch viele Menschen
zu Recht, kann man fast sagen, anlockt, weil es einfach ein geniales System ist, weil man sehr gut versorgt ist in Deutschland, der droht einfach zu kollabieren oder unbezahlbar zu werden für den ganz normalen arbeitenden Menschen. Genau, und es gibt unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, die da von Ungerechtigkeit bedroht sind. Also wir sehen das auch in den Kommentaren. Königstochter schreibt zum Beispiel, es ist sehr ungerecht, gerade für die jungen Menschen, die jetzt ins Leben starten, mit Job, eventuell Wohnung. Wie sollen sie sich ein Leben aufbauen? Also das ist natürlich eine Gruppe, die jungen Menschen, die davon sehr betroffen sind. Es gibt aber auch noch eine andere Gruppe, und zwar sind das die Leute, die eher weit draußen leben auf dem Land. Also Christoph Daum-Syndrom, interessanter Name, schreibt, also erstmal 2 Stunden Auto fahren, bis man im Krankenhaus ist. Ja. Benjamin van der Werf schreibt, großes Netz aus Krankenhäusern. Hier in Ostfriesland machen die jede städtische Klinik dicht, um irgendwo in der Walachei ein Zentralklinikum hochzuziehen. Jeder Ort mindestens 30 Kilometer entfernt. Also das ist auch ein Problem und das nimmt man ja auch im Alltag wahr, wenn man zum Arzt geht. Es gibt mittlerweile auch so viele Leistungen, die nicht mehr übernommen werden, wo man sich dann fragt, man muss dann selber was dazu zahlen und wir können uns das vielleicht noch leisten. Aber dann ist es schon bei Sachen wie einer Brille zum Beispiel, wo man, ja, ich brauche auch eine, wenn ich keine Kontaktlinsen trage, bin ich blind wie ein Maulwurf, muss dann dazu zahlen und frage mich natürlich, wie machen das Leute, die viel weniger Geld haben? Das ist einfach ein großes Problem und man sieht bei ganz vielen Leistungen, dass die Krankenkasse ganz viel nicht mehr übernimmt. Und es ist ja auch gerade für Frauen ein spannendes Thema. Endometriose wird auch nicht behandelt, wenn ich an das Thema Lipödem denke, wo viele Menschen Probleme, starke Schmerzen haben, wird nicht bezahlt. Das Thema Kinderwunscherfüllung und da Unterstützung zu bekommen medizinisch, wird nicht bezahlt. Dafür wird aber, so will es jedenfalls die Ampelregierung umsetzen, jedem Menschen, der sich gerade in seinem Körper irgendwie mal zwischendurch nicht wohlfühlt, jegliche Therapie von Hormonen über Blocker der Pubertät bis hin zu Operationen soll von der Kasse bezahlt werden. Da fragt man sich halt eben auch, wo ist da die Gerechtigkeit und wo ist da auch die Fokus und die Prioritätensetzung. Und ein entscheidender und spannender Punkt ist noch, unsere deutsche Ärzteschaft, gerade die Wald- und Wiesen-Landärzte, der Hausarzt, wo ich hingehe, wenn ich eine Krankschreibung brauche, aber wenn auch Bluthochdruck ist oder irgendein akutes Problem, wo man erstmal sich einen Rat holt, um dann weiter zu gucken, ob ich da mehr Hilfe brauche. Diese Gruppe ist sehr, sehr alt. Diese Menschen sind im Schnitt über 50 Jahre alt. Und da wird auch bald eine große Gruppe in die wohlverdiente Rente und den wohlverdienten Ruhestand einwandern. Und wenn wir dann junge Ärzte haben wollen, junge, fähige Ärzte, die auf dem Land leben und sich mit Oma Paschulke beschäftigen und ihren Problemen und ihren Sorgen und ihren Nöten, die werden wir sehr gut bezahlen müssen, wenn wir sie bekommen wollen. Das wird das gesamte System nochmal, die Schraube der Kosten wahrscheinlich nochmal nach oben drehen. Ja, Thema Gerechtigkeit, um auf Oma Pasulke nochmal zu kommen, das schreibt Peter Jastik in unsere Kommentare. Beste Gesundheitsvorsorge für Eingewanderte, während Oma Pasulke tatsächlich um jede Pflegestufe kämpfen muss. So kommt das bei den Menschen an. Und um das vielleicht nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Ich meine, wenn man für irgendetwas bezahlt oder mehr bezahlt, dann erwartet man doch in der Regel mehr Leistung. Ich zahle mehr, also bekomme ich mehr. Was wir hier aber tun ist, wir zahlen immer mehr in ein System ein, was immer weniger funktioniert. Und das kann ja nicht sein. Genau so ist es. Eike Kaber schreibt zum Beispiel bei uns, die Renten müssten eigentlich 10% mehr als das letzte Gehalt betragen, weil die Erwerbstätigen 45 Jahre das Land am Laufen gehalten haben. So geht es mir auch, wenn ich durch die Straßen gehe und sehe Rentner, die Flaschen sammeln, dann bricht mir jedes Mal das Herz, weil ich denke, das sind doch Menschen, die wirklich viel geleistet haben, die teilweise hart körperlich gearbeitet haben und die jetzt in eine Armut gedrängt werden, dass sie trotz Rente nicht mehr von ihrem Geld leben können, dass sie eine so auch gesellschaftlich demütigende Tätigkeit machen müssen wie Flaschen sammeln. Ja. Das ist ja. Bitteschön, Julius. Nee. Du wolltest was sagen. Nein. Ist dir gerade kurz entfallen. Naja, und wenn man all das erlebt, dann kann man ja im Grunde auch verstehen, dass immer mehr ein Entfremdungsgefühl stattfindet. Und obwohl das völlig illegal ist, man kann ja schon fast verstehen, dass Leute aus Enttäuschung schon auch teilweise sagen, ich habe keinen Bock einzuzahlen und arbeite schwarz, weil ich zahle nicht in ein System ein, was nicht funktioniert. Das ist nicht legal. Aber man schafft doch ein Bewusstsein, was ungesund ist auf Dauer. Dieser Wunsch von mehr Rente als Gehalt früher wäre ja vielleicht sogar möglich, wenn wir in Deutschland nicht so eine große Aktienfurcht hätten. Wir nehmen momentan jeder Euro, den ein Rentner morgen ausgezahlt bekommt, den zahlen wir Arbeitnehmer heute ein. Das ist einfach wir nehmen einen Batzen Geld
und verteilen ihn sofort wieder. Es ist kein, ich als Rentner zahle auf ein imaginäres Konto ein, es wird dann irgendwie ganz vorsichtig breit gestreut an der Börse verteilt, damit es wächst und irgendwie auch die Wirtschaft ankurbelt. Nein, wir Deutschen sind da sehr, sehr vorsichtig, das ist ja alles Zockerei und alles Lotterie und Spielothek. Und deswegen ist da zum Glück ein langsames Umdenken in Richtung Aktienrente. Vielleicht kommt da ein bisschen Geld zurück. Große Hoffnung. Ja, alle Beiträge steigen, wir haben es gerade gehört. Und wenn Sie sich in das Thema vertiefen möchten, gerne auch auf unserer Homepage news.de, nius.de. Und ganz zum Schluss, ja, jetzt haben wir so viel schwere Kost besprochen, mal auch noch eine richtig gute Nachricht. Endlich gibt es die News-App. Halleluja! Yay. Für Smartphone und fürs Tablet. Die ganze Welt quasi. Von News in einer App und das ist im Grunde Journalismus für unterwegs, für die Tasche. Alle unsere Recherchen und Dokus natürlich zu erleben, News-Radio hören oder wenn Sie möchten, Push-Benachrichtigungen erhalten zu den Themen, die Ihnen wichtig sind. Das musste auch mal gesagt werden, also einfach mal downloaden und Spaß haben, denn nur so funktioniert es. Erst downloaden, dann informiert sein. Wir sagen Dankeschön an Pauline Voss. Danke euch, ich habe die App auch schon. Danke an Julius. Einen wunderbaren Tag. Und morgen sehen wir uns wieder und hören uns wieder mit Sarah Riffler und Julius Böhm.